stelle ich mir ein bisschen chaotisch vor. Ja. So, hallo auch noch Paddy. Ich aber erst können die anderen, weil ich habe das Spiel gerade gekauft und runtergeladen. Ah, okay, nice. Ich habe schon gesehen, du hast mir schon eine Anfrage vorhin geschickt, die habe ich schon angenommen. Also ja, passt. So, und Peter Bowling. Um Gottes Willen. So, darf ich gleich wieder die beste Taktik anwenden. Bowling. Bowling. So, und hallo auch noch Niklas. Hi. Wer hat Lust auf Bowling? Ich habe Lust auf Bowling. Ja, ich habe aber nicht so wirklich Lust darauf, dass es wieder nicht funktioniert und ich wieder eine blöde Taktik anwenden muss. Aber ist eben leider so. So. Okay. So, beste Taktik gleich wieder, Leute. Passt auf. Moment. Kleines bisschen nach rechts, aber nicht viel. So. Yeah! Beste Taktik! Achtung, Benny schreit gleich rum, so ist es, aber hat funktioniert. Einfach rausbrüllen und ein bisschen random schütteln. Ja, war sogar auch einer, okay. Da habe ich fast gedacht, dass der zu voll war, also zu mittig getroffen hätte. Aber hat doch noch gepasst. Okay. So, beide gleich mal einen Strike. Nicht schlecht. Na, warum ist der so weit? Das ist natürlich jetzt schade. Vor allem da, wo wir beide einen Strike hatten zu Beginn, musste jetzt der Raum abbrechen. Wenn du noch da bist, Peter, dann kannst du gleich, wenn du willst, nochmal reinkommen. Dann spielen wir einfach nochmal Bowling. Ich mach mal kurz einen neuen Raum auf. Also nochmal bitte nur Peter reinkommen, niemand anderes erstmal. Bist noch da, okay. Dann probieren wir es nochmal. Und dann hoffe ich, dass es jetzt funktioniert. So, und hallo auch noch Jörn. Willkommen. Irgendwann triffst du noch deinen Kopf, Benny. Ja, vielleicht. Zum Glück habe ich keinen Ventilator über mir, den ich versehentlich treffen könnte. So ein Mist! Cool, nach langer Zeit wieder. Alles klar. Sechs Kugelpuzzle. So, jetzt geht's anscheinend wieder. Okay, dann werde ich gleich nochmal gegen dich antreten, jetzt nach Schatten durch. Okay, Peter, jetzt erstmal gegen Schatten durch und dann nochmal gegen dich. Probieren wir es nochmal und dann wird es hoffentlich funktionieren. Okay, aber erstmal jetzt hier 6 Kugelpuzzle. Da können wir auch wieder eben Best of 3 oder Best of 5 oder sowas machen, je nachdem, wie lange die Runden hier dauern. Wie kann man... Also, Moment, jetzt war ich gerade verwirrt. Nee, mach den mal ganz woanders hin. Ja, ich hab das jetzt sehr schlecht gemacht, weil ich habe da jetzt voll lange überlegen müssen. Zu lange. Das war nicht gut. Fallen da blaue drauf? Ah, das wäre sogar fast... Das wäre fast in Pyramidenform einfach draufgefallen. Ah, stimmt. Da habe ich sogar 2 Optionen gehabt. Das war lustig. Okay. Ja, shit. So. Perfekt. Bam. Okay, es sieht für mich ganz gut aus erstmal. Aber das heißt noch nichts. Es kann hier. Es gibt hier immer große Comebacks. Beim 6-Kugel-Puzzle. Das wissen wir alle. Machen wir den so. Den so. Perfekt. Und. So. Ideal. Bam. Ja, vor allem, wie man Pyramiden baut, das kann ich mittlerweile halbwegs. Okay. 1-0 für mich, aber wir machen gleich noch eine Runde. Wenn wir spielen, möchte ich entweder Blackjack, Texas Hold'em oder Air Hockey zocken. Du darfst dann wählen. Hm, okay. Kann ich mir schon mal überlegen, was wir dann spielen werden. Ich werde es auch davon abhängig machen, was sich die anderen so gewünscht haben. Wenn schon sich jetzt jeder andere danach nur Kartenspiele wünscht, dann würde ich vielleicht Air Hockey nehmen. Und ansonsten eins der Kartenspiele sehe ich dann.
Ich hätte Bock auf alle. Komm, gib mir grün. Na, ja, jetzt war er doch schneller. Krieg ich noch? Aber ich krieg's auch noch. Okay, gut. Da habe ich jetzt Glück gehabt, dass ich da noch die grünen bekommen habe. Aber da kamen davor halt auch wirklich sehr wenige. So. Ja, das bringt mir nicht so viel eigentlich. Da mit den roten geht aber was. So würde ich es machen, genau, ja. Sieht zwar eklig aus, aber das ist am besten so. So, jetzt Spiel, bitte. Spiel. Ja, das geht sogar... Ne, es geht nicht, weil der grüne fällt runter. Ja. Ja, jetzt habe ich auch... Nein, jetzt habe ich auch meine rote Formation kaputt gemacht. Mann! Warum kam jetzt sogar kein roter? Voll gemein. Komm jetzt. Spiel. Spiel. So. Okay. Ja, das könnte es gleich schon wieder gewesen sein, vielleicht. Aber kommt da doch nochmal raus? Ja, mit den gelben. Ich sollte aber nicht zu sehr auf seinen Bildschirm schauen. Okay. Aber dann machen wir Best of 5. Machen wir noch eine Runde. So, und hallo nach Zabaline. Hi, willkommen. Ich habe mir das Spiel extra wegen dir geholt und ist in 15 Minuten gedownloadet. Haha, nice. Das freut mich, aber ist auch wirklich cool. Hier, 51 Worldwide Games. Vor allem die Streams machen mir echt immer viel Spaß dazu. So, noch einmal. Wenn ich jetzt nochmal gewinne, dann ist aber wirklich vorbei. Also Schattendurch muss jetzt ein bisschen aufholen. Aber mal gucken. So. Und so. Achso, habe ich ja schon grün. Zack, okay. Aber er hat auch eine Linie bekommen. Aber Pyramide ist ein bisschen besser als Linie. Und Hexagon ist auch besser, da fällt ein bisschen mehr beim Gegner runter. Also habe ich den Eindruck zumindest immer. Aber ich glaube, das ist auch wirklich so. Apple. Ja, blau bringt mir da sogar gar nicht so viel. Ja, das muss ich mal weg. Ah ne, jetzt mache ich wieder grün kaputt. Ne, nicht, okay. Alles gut. Zack. Aber ich habe es ja schon oft gesagt. Ich habe mich wirklich hier bei 6 Kugelpuzzeln mittlerweile schon deutlich verbessert. Das ist ja auch ziemlich beliebt. Und wünschen sich immer viele von euch. Und deswegen kann ich es mittlerweile auch wirklich ein bisschen besser spielen. Also am Anfang noch. Aber hier ist noch alles drin in der Runde. Für beide. Da ist noch gar nichts entschieden. So, zack. Oh, und sogar in eine Linie reingekommen. Ich meine, ich habe ja die Linie auch schon ein bisschen aufgesetzt. Aber dass ich die jetzt auch bekommen würde, war natürlich jetzt Glück. Das muss ich zugeben. So, genau. Ah, fuck, jetzt fällt sie zusammen. Na gut. Ja, aber auch in der Gerade. Ja, da ist noch gar nichts entschieden. Na, jetzt geht's aber los. Darf ich die roten noch machen? Nee. Damn. Ja, das kriege ich halt nicht hin, leider. Das muss ich eh zumachen. Das bringt nichts. Ja, jetzt brauche ich irgendwas. So zum Beispiel. Boah, das ist ultra spannend. Ich bräuchte halt zwei blaue auf einmal. Will ich jetzt darauf hoffen, dass ich da zwei blaue auf einmal kriege? Nee, ist zu riskant. Scheiße. Ja, jetzt fällt es eh zusammen. Na gut. Ah, schlecht.
Oh, das war natürlich Können, dass die genauso fallen. Komm jetzt. Jetzt Spiel. Okay, bam. Und ich bin wieder fast ganz unten. Und Schatten durch ist ziemlich weit oben. Ich glaube, das war's jetzt. Nee, noch, Kilfer noch mal weg. Jetzt war's das, okay. Puh, aber das waren sehr, sehr spannende Runden, Schatten durch. Vor allem die letzte. GG. Okay. So, hallo auch noch Philipp. Hi, willkommen. Und direkt über Philipp ist irgendein unaussprechlicher Name. Hi. Willkommen. Hier, can you space Japanese? I don't really know what you mean with space. I can't read or talk Japanese, if that's what you mean. So, no. It's a German stream, by the way, if you wonder. So, dann darf jetzt auf jeden Fall Peter reinkommen und jetzt machen wir nochmal die Bowlingrunde und jetzt wird's hoffentlich funktionieren. So, und Savaline, du darfst auch noch dann mit mir spielen. Ja, erstmal spiele ich jetzt noch gegen Peter und dann noch gegen Adrix, Mike und Precure Guy und dann kann ich auch noch gegen dich oder gegen andere danach noch antreten, die auch noch wollen. Ja. So. Also ja, genau, er meint einfach Speak. Richtig. Also ja, nee, kann ich. Habe ich ja gesagt, kann ich nicht. So, dann nochmal Bowling. 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 Wer hat Lust auf immerhin nervenschonend, da ist die 10-Minuten-Partie, die wir mal hatten. Das stimmt, aber die letzte Runde fand ich schon trotzdem ziemlich nervenaufreibend. War schon auch sehr spannend, ja. So, jetzt nochmal. Das ist jetzt ärgerlich, weil ich ja gerade einen Strike direkt zu Beginn hatte und ich den jetzt wahrscheinlich nicht nochmal hinkriegen werde. Aber mal gucken. Peter hatte ja auch dafür gerade einen und wird jetzt eventuell nicht wieder einen bekommen. Mal schauen. Ich glaube, ich soll doch eher so richtig zentral machen. So. Ja, der war nämlich ein bisschen zu mittig eben getroffen. Man muss es schaffen, dass die Bowlingkugel so ein bisschen da in die Lücke reingeht. Bei 10 zu treffen ist gar nicht so einfach mit meiner Taktik. Komm. Mann, ich habe doch voll gerade gemacht. Der war schön. Der war schön. War zwar nicht mit Spin. Das ist eigentlich schon auch wichtig, finde ich, dass man ein bisschen Spin hat. Aber wenn man wirklich genau die Lücke trifft, dann braucht man nicht so viel Spin. Und da hat Peter wirklich genau gezielt und eben schön die Lücke getroffen. Der war auch schön. Ja, okay. Strike. Strike! Kennst du folgenden Insider? Ja, das ist ja voll cool. Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Es gibt einen... Sehr schön, Peter. Strike. Es gibt einen Zuschauer, ich weiß auch nicht genau, was mit dem los ist, der schreibt einfach unter fast jedes Video, das er schaut, einfach nur den Kommentar, ja, das ist ja voll cool. Immer nur den, exakt derselbe, ohne Veränderung. Ich habe auch schon ein paar Mal geantwortet und gefragt oder gesagt, hey, du kannst auch gerne andere Sachen kommentieren oder andere Sachen schreiben, aber dann kam keine Antwort. Ja. Ich weiß nicht, ob das die einzigen Wörter sind, die diese Person kennt. Kann sein. Ja. Bam, oh, der war richtig schön. Genau die Lücke getroffen, mit Spin. Der war schön. Aber bringt mir nicht so viel, weil Peter führt trotzdem aktuell noch. Wenn er jetzt wieder einen Strike hat, vor allem. Ja. Strike, Turkey. Turkey sogar. Ja, das hat sich Peter schön angeschaut, wo er da treffen muss. Na, warum war der jetzt so weit nach rechts? Ich verstehe es nicht. So, und hallo auch noch Michi. Hi. Ah, wenn ich da... Ah, der hat sogar gewackelt, der vorne. Mann, entweder schaffe ich einen Strike oder nur 9. Mehr ist irgendwie nicht drin. Vorbagger! Da die Nummerierung quasi
Also wie die haben ja alle einen Namen, die Strikes, wenn man in Folge Strikes erzielt. Da ist die Namensgebung ganz komisch, finde ich. Ja, keine Ahnung. Das habe ich jetzt, glaube ich, eh schon fast verloren. Ach komm! Immer nur 9! Heute habe ich bei dir wieder einige tolle Kommentare gefunden, die auf tolle Seiten weiterleiten. Genau. Das ist auch in letzter Zeit auf YouTube übelst krass. Nicht nur bei mir, auch bei vielen, vielen anderen Videos. YouTube wird gerade von Bots, von Bot-Kommentaren... Okay, aber da hatte Peter keinen Bock mehr. Wollte ja auch mal 9 haben. So wie ich. Aber trotzdem GG auf jeden Fall. Hast mich ja eindeutig geschlagen. Genau, also YouTube wird gerade heimgesucht von Bots. Von ganz, ganz vielen, die überall ihre Dreckskommentare schreiben, die dann auf irgendwelche Pornoseiten oder sowas weiterverlinken oder irgendwelche anderen komischen.